Einen wunderschönen guten Morgen aus Millstatt, aus Österreich. Wir sehen hier jetzt eine Kräuterschnecke. Auf dieser Kräuterschnecke ist ein Gebilde mit Baumrinde aufgesteckt auf so Eisenstäbe. Das ist, damit die Insekten sich hier auf dieser Kräuterschnecke wohlfühlen und Schädlinge beseitigen. Zum Beispiel könnt ihr hier sehen, diese komplette Kräuterschnecke ist vereinnahmt worden von Ameisen. Also quasi ein ganzer Ameisenhügel hat sich hier gebildet und hier wagt sich mit Sicherheit keine Schnecke, keine Raupen oder andere Schädlinge wagen sich hier nicht mehr hin. Und so kann man die Tiere mit zu Hilfe nehmen, um Schädlinge natürlich zu beseitigen. Ja, was haben wir hier gepflanzt? Wir haben hier die Zitronenmelisse, die Wiesenarnika, den Goldmajoran. Der ist jetzt, wir haben die Schnecke gerade eben zurückgeschnitten. Die konnte man gerade eben gar nicht erkennen, war alles völlig eingewachsen. Dann steht hier der Blutwurz, auch sehr gesund. Davon gibt es auch immer Kräuterliköre überall zu kaufen. Da sieht man die Steinreihe in die verschiedenen Höhen, stufig gestaltet. Der Oregano wächst hier. Na, hier der große Busch, weiß ich jetzt nicht, was ist. Das sieht ja fast aus wie eine Wasserpflanze, aber. Und dann haben wir hier den Bergsalbei, der darf auch nicht fehlen. Auch viele ätherische Öle, viele gesunde Bitterstoffe, sehr gesunde Kräuter, wenn man keine Chemie dran kippt natürlich. Und das wird hier nicht gemacht, sondern das ist hier die Permakultur, völlig chemiefrei und alles wird wiederverwendet. Abfälle werden auf dem Komposthaufen geschmissen. Im nächsten Jahr werden dann Gurken oder Kürbisse drauf gepflanzt, weil die brauchen ganz viele Nährstoffe und verwandeln dann alles in guten Boden und danach kann dann mittelzehrende Pflanzen gepflanzt werden, also die durchschnittliche Menge an Nährstoffen benötigen. Ja, das war's mal wieder. Viele Grüße aus Österreich. Heute ist übrigens der letzte Tag. Heute Mittag fahre ich zurück nach Deutschland. Bis dahin, euer Naturheilkundler Arndt. Ciao.